So Leute, heute ein kurzes Video, aber kein Short. Und zwar möchte ich mit euch was teilen, was ich sehr, sehr cool finde. Und zwar in Barcelona auf der MagicCon haben die Judges am letzten Tag, egal ob sie an Steph waren oder nicht, ein Sealed gespielt. Das heißt, du hast so ein Package bekommen, wenn du dich angemeldet hast und durftest dann ein Deck bauen und musst dann die ersten drei Spiele gewinnen, um einen Boxzauber zu bekommen. Das war mega cool, das hat mega Spaß gemacht. Deswegen habe ich es mal in den Ursprung zurückversetzt, in dem ich das bekommen habe und möchte es mit euch öffnen und zeigen. Ich weiß jetzt schon, was drin ist. Trotzdem hoffe ich, dass ihr Spaß habt und das zusammen mit mir anschaut, auch wenn das Video heute, wie gesagt, nur sehr kurz ist. So, gucken wir mal an. Wir haben hier auf jeden Fall so eine schöne, wiederverschließbare Package gehabt und ich dachte so, okay, da sind halt ein paar Booster drin, aber nein, da ist was viel Cooleres drin. Da sind nämlich Einzelkarten drin und eine sogenannte Draft-Liste, beziehungsweise Deckliste, Sealed Deck Pool Card Pool Liste. Meine wurde verifiziert von Juan Arturo Alvado. Wenn ich den Namen verbotscht habe, es tut mir unendlich leid. Ich glaube, ich kenne diesen Judge nicht. Das ist auf Grand Prix, beziehungsweise auf Magic Cons immer ein bisschen was anderes. Und so sieht die Liste dann aus. Da sind alle Herr der Ringe-Karten drin. Und normal ist es so, ich mache die Sachen von meinem Gegenüber auf, mein Gegenüber macht meine Sachen auf. Dann verifiziert man, was man hat. Das heißt, ich würde ihm ja niemals Karten zuschieben und unten drunter durchschieben. Und dann gibt man diese Liste ab. Der Vorteil ist, wie gesagt, ich würde halt niemals cheaten und ihm Karten reintun, die zu gut oder zu schlecht sind. Und genau, am Ende des Tages gucken wir uns genau das dann mal an und schauen uns diese Liste dann mal an, was wir damit haben. Und diese Liste sagt uns einfach nur, wir haben zum Beispiel ein Banishing from Edoras und so weiter und so fort. Das ist eine sehr, sehr coole Liste. Jede Karte alphabetisch geordnet. Hier steht dran, was man total, was man hat und played davon schreibt man daneben, wie viel man geplayed hat in der Liste im Deck danach halt drin. Und dementsprechend gucken wir an, was wir haben. Wir haben nämlich ein paar Karten tatsächlich. Hier unten sind sie leider unten schon leicht angeditschelt durch die Verpackung, die wir hatten. Lustigerweise gingen die durch den Zoll durch. Hätte ich nie mit gerechnet, dass die mal durch den Zoll durchgeht. Und wir haben, genau, Banish from... Ich gehe mal ganz kurz in die andere Szene und guck mal, ob ihr das so besser sehen könnt. Und gehe mal so ein bisschen durch, was wir hatten. Das war mein Sealed Pool. Daraus musste ich Decks bauen. Einmal Frodos Saurons Bane ist nicht schlecht. Hobbits Sting auch eigentlich ganz cool. Hab mich aber dagegen entschieden. Reprieve, auch eine gute Karte. Hab mich aber dagegen entschieden, Weiß zu spielen. Ich habe Blau gespielt. Birth Escape auch sehr gut. Hier ist eine Rare. Born Upon a Wind, sehr gut. Ja. Blau war ganz nett. Schwarz war auch ein bisschen mit Amas Orks und Removal. War ganz nett. Rot hatte ich auch einiges noch an Amas Orks und vor allem Removal Spells. Also hier könnt ihr sehen, sehr, sehr gut, um einfach Removal Spells zu ziehen. There and Back Again, auch eine sehr, sehr coole Karte. Grün habe ich dann rausgelassen, weil vierfarbig einfach nicht das ist, was ich gerne spiele. Und ja, dementsprechend war es das nicht. Bilbo habe ich gespielt, Faramir habe ich nicht gespielt. Mouth of Sauron ist übrigens eine saugute Karte. Saurons Ramson hatte ich drin, nicht schlecht. Und ein Ugluk habe ich auch noch mit drin. Ja. Das plus Minas Tirith. In Full Art. Sehr cool, sehr, sehr cool, die zu haben. The Shire, Terrans und ein paar Länder und ein paar Token. Das war theoretisch schon mein Sealed Pool. Und das war auch ein sehr kurzes Video. Für die Leute, die halt noch keine Ahnung haben, wie so ein Sealed in einem Store eigentlich abläuft, wenn er eben mit Decklisten gemacht wird. So. So und nicht anders wird der gemacht. Und das ist halt eigentlich sehr, sehr cool, dass das genau so gemacht wird. Weil wir haben hier die Möglichkeit, wirklich die Karten einzeln genau anzugucken, zu spielen und eben anzugeben in dieser Liste, was wir haben. Am Ende des Tages ist das, was zählt. Dass wir einfach ein cooles Event hatten. Die Judges haben da so ein bisschen rumgespielt und ja, das war ganz nett. Wie gesagt, ich habe ein Grixis Deck gespielt und ja, war ganz cool. Ich hoffe, das nochmal machen zu können und so eine vorgefertigte Liste, boah, das war Gold wert. Das war einfach Gold wert.
Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ja und ihr mehr von solchen kleinen Videos auch sehen wollt, sagt mir das gerne in den Kommentaren Bescheid. Ansonsten, was hättet ihr damit gebaut? Vielleicht habt ihr da auch eine andere Sichtweise auf die Sachen, die ihr bauen würdet. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Könnt einen Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Augenblick seht. Ciao, ciao.